Liegt der Trichter vielleicht noch beim Bürgermeister? Ja. Den brauchen wir wieder. Und du schnarch mal weiter. Gut, dann sollten wir jetzt rein theoretisch an einen Coupon der kommen. Der Trichter würde ein hervorragendes Blasrohr abgeben. Tatsache. So, damit müssen wir wieder zum Fenster. Bitte, bitte, Rufus, triff Toni, was nicht irgendwas anderes. Ah, Rufus, das ist ein Heuschrecken im Getreidesilo. Du musst Toni treffen. Au! Oh. Was zum? Ein Dartpfeil? Gleich? Und? Ach, was rege ich mich eigentlich so auf? Strike! Gut gemacht, Rufus. Hallo, Toni. Hey, Toni. Ich nehme mir ein paar von den Coupons, okay? Ich kann nicht mehr gesagt haben, dass ich auch... Und wo wir gerade dabei sind... Übernimmst du diese Woche doch nochmal den Abwasch? Und du kannst das nicht nennen. Und da ist er. So gefällt mir Toni gleich viel besser. Ich hatte schon Angst, ihr Körper sei inzwischen immun gegen Beruhigungsmittel. Ich habe übrigens neulich deine Familienfotos als Isoliermaterial für einen Wetterballon benutzt. Moment mal, was? Sagtest du irgendwas von Wetterballons? Nein, ich sagte Coupons. Donnerwetter? Was für tolle Coupons. Lass die Finger davon. Die sind abgezählt. Okay, tschüss, Toni. War nett, mit dir zu reden. Rufus, das kannst du doch nicht tun. Nein. Da, zur Poststelle wollte ich. Genau. So. Guck mal. Fehler. Oh. Dann halt nicht. Ich wollte dir die geben. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Oh. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist einfach unterfrankiert. Versand ist fehlgeschlagen. Bitte bestellen Sie erneut. Darfst du aber nicht das komplette Paket zerstören? Ist die Katze noch zu langsam? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Oder muss die... Oh, musst du schneller werden. Na, komm mal her. Mietz. Stimmt, sie könnte wirklich mal ein bisschen mehr Gas geben. Komm, Kitty. Hey, der Kaffee lässt sie schneller arbeiten. Ich sollte Projektmanager in einer Computerspielefirma werden. Oh. Und dich bringen wir wieder auf Normaltempo. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Können wir dich auch auf langsam? Wie entspannt sie auf einmal ist. No, so süß. So, jetzt noch einmal.
bitte. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus Tonis Laden. Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Wohin? Ja, die können Sachen fragen. Oh, was sag ich nur? Adresse verifiziert. Was? Versand wird initiiert. Die armen Katzis. Oh. Ja. Woher nimmt sie? Frankierung wird gescannt. Fehler. Das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Ja. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. Oh. Mir tun die Katzen voll leid. Eine von Frau Henkes Traktor geklaut. So, die Arme. Ist die Taube gerade geplatzt? Oder ist sie einfach wieder hochgeflogen? So, Kätzchen, komm mal her. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Und das gleiche machen wir mit ihr auch, armes Miezekätzchen. Sie sollte wirklich mal einen Gang zurückschalten. Und ihr kriegt jetzt auch keinen Stromschlag mehr. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? So, nimm mit. Knick. Knick. Hehe. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler. Das hört sich nicht so gut an. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke, die Knick. Oh yeah. Wie du willst. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ist es jetzt wirklich so eine gute Idee, ihn alleine zu lassen? Die armen Katzen. Wie er da lang fährt. Ja. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Dann zeig doch mal. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. 1, 3, 2, 3. Das war wohl falsch. Was könnte das sonst sein? Oder 1, 2. Vielleicht die 3. Die 4. Die 8. Eins, drei, zwei, drei. Wieder falsch. Was passiert, wenn man es dreimal falsch eingibt? Womit? Weil es da drauf liegt? Ah. Also die 3, die 1,
Nee, die 3, 6, 4 und 9. So, 3, 6, 4 und 9. Haha, Rufus in the house. Ja. Und gleich ist er im Safe. Jetzt ist er schon im Flur. Hier stößt er sich den Fuß. Aua, aua, au. Yeah. Armer Rufus. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Nimm mit. Achso, er will uns ja noch nicht seine Kopfhörer geben. Und hier ist auch ein Funkgerät. Hebel, Büro. Also hier ist eins. Können wir da das kleine Vögelchen raufstellen? Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich eine Schlagzeile wert. Aber noch will ich die Katze nicht aus dem Sack lassen. Okay, hierfür nicht. Gegensprechanlage. Nächster bitte! Bei ihm können wir hier nicht davor sitzen. Doch! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Nächster bitte! Arme Lotti. Wir bringen alles durcheinander. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt ein Mikro hat. Wahrscheinlich für diese ach so wichtigen Bürgerversammlungen, zu denen ich nie eingeladen werde. Vielleicht gehen sie auch um dich, Rufus, dass du deswegen nicht eingeladen wirst. So, du schlaf mal schön weiter. Und uns fehlt jetzt nur noch ein Miezekätzchen. Nächster bitte! Wie sieht der hier oben aus? Hey, Juhu, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Was macht die Arbeit? Hier ist gerade das Chaos ausgebrochen. Jetzt ist bereits die zweite Leitung ununterbrochen. Noch einer auf die Idee kommt, das Verhoffung zu stellen, dreh durch. Das ist der Zufall. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Ich geh dann mal. Mach das. Du solltest eigentlich ohnehin nicht hier sein. Sehe ich genauso. Können wir ihm vielleicht ein bisschen helfen? Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu... und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Okay, Rufus. Wir brauchen eine kleine Katze. War hier nicht gerade noch was? Die Katzenschublade. Oh! Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Eine für sofort und eine für unterwegs. Nimm mit. Na. No. Mietzis. Hey, aufhören. Nicht mit der Wünschelrute spielen. Okay. Nächster bitte! Dann überlegen wir mal noch eine Leitung. Mietz, 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 Mietz. Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Ich glaube, sie sieht voll gelangweilt aus. Können wir? Nein?
Oh, ist das süß. So, was sagt jetzt der Telefonist? Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hier ist ja was los. Rufus ist ein Nichtsnutz! Oh. Nächster, bitte! Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut! Nächster, bitte! Rufus hat die Antenne von Frau Henkel. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Er tut mir voll leid. Bitte lass diese Substanz da Haargel sein. So. Tut mir leid. Dann können wir jetzt hier nochmal nach oben. Denn wir haben das Mikrofon. Fehlt nur noch der Hörer. Und wir haben die Kopfhörer. Und jetzt, Rufus, spring über deinen Schatten und kontaktier bitte Cletus für uns. Jetzt kann's losgehen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus? Junk slide hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist ein Tröster. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-da, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Bevor wir über Ihre Verlobte sprechen, hätte ich gerne noch ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie. Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Das wollte ich damit vorschlagen, ja. Von Cletus hätte eigentlich eine Antwort kommen sollen. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut, wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen.
Tja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Rufus, wir machen das nicht für uns. Wir machen das für Goal, damit sie wieder besser geht. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Das haben wir doch schon gesagt. Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Ich weiß ja so gar nicht, was ich von ihm halten soll. Und ich bin mir auch gerade ziemlich unsicher, so wie der Kletes drauf ist, ob wir ihm Goal wirklich wiedergeben sollten. Aber naja, wenn es Goal hilft, dass es ihr wieder besser geht. Hallo? Was ist hier passiert? Hallo? Goal? Aber wo ist Goal? Was zum... Hey, was soll das? Gizmo! Sieh an, sieh an! Hab ich dich endlich! Was soll das heißen? Ich bin's doch! Rufus! Ich weiß und glaube mir, das war nicht leicht, diesen Fall aufzuklären. Den Fall Ihres IQ-Pegels? Ich spreche von der Verbrechensserie heute Morgen. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht das reinste Chaos im Dorf. Brandstiftung, Sabotage, Beamtenbeleidigung. Sie können mir nichts nachweisen, Sie Trottel. Diebstahl. Ich bin unschuldig. Okay, lassen Sie mich das umformulieren. Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann des Verbrechens der Liebe. Ich habe das alles für Goal getan. Wo ist sie überhaupt? Ist sie etwa zu sich gekommen? Nein, aber ich brauchte Platz in der Zelle. Sie ist jetzt bei Herrn Wenzel. Was? Diese undankbare Kröte. Das ist unfair. Ich habe die Elysianerin gefunden. Ich allein. Oh, oh. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel, ganz allein. Wer sind Sie denn? Mein Name ist Argus. Amtmann Argus. Organon Hauptverwaltung. Oh, die Obrigkeit in meiner Praxis. Und ich habe mir die Zähne nicht geputzt. Was kann ich für Sie tun, Amtmann? Ich hörte, Sie haben eine Elysianerin in Verwahrung. Das, ist eine Kommunalangelegenheit. Ach ja? Interessant. Und wenn ein Organon-Suchtrupp das Dorf in Schutt und Asche legen würde, wäre das dann auch eine Kommunalangelegenheit? Lassen Sie sich nicht einschüchtern, Gizmo. Das Mädchen ist bei Herrn Wenzel. Gizmo, nein! Sie finden sein Haus unter dem Wassertank, gleich neben dem Stadttor. Danke, Inspektor. Sie haben Ihrer Kommune gerade viel Leid erspart. Oh, oh. Ja, das haben Sie richtig gut gemacht. Schnauze! Gizmo,